geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ich bin's wieder, euer Jerry. Ich hoffe, ihr erkennt mich noch. Ich habe mich nicht viel verändert. Bart habe ich immer noch nicht bekommen. Ja, ich war lange nicht auf YouTube zu sehen. Es tut mir auch leid, aber es ist eine Zeit gewesen, die... Auf jeden Fall bin ich wieder zurück auf YouTube. Sam ist auch gerade da. Digga, was geht ab? Habe ich ja gesagt, ihr könnt mir Fragen stellen per Snapchat, per Instagram. Und ihr habt unnormal viele Fragen gestellt. Wirklich unnormal viele Fragen. Und ich würde sagen, ich beantworte euch gleich mal die erste Frage. Eine Frage, die sehr oft gestellt... Digga, warte mal. Es ist schon ein bisschen low hier, einfach so im Zimmer, oder? Was meinst du, wenn ich mich... Wenn ich mich hier hinstelle, so, kommt's cooler? Ist immer noch genauso scheiße, oder? Da? Da? Hier so? Auf dem Balkon? Ja. Sonne scheint auch. Wir haben entweder gutes Wetter in Berlin, Alter. Digga, was... Nee, oder ist auch scheiße. Warte. Was? Wollen wir mal was richtig crazy machen? Was denn? Einfach mal jetzt irgendwo hinfliegen. Digga, weißt du was? Fürs FAQ meinst du? Ja. Irgendwo hinfliegen. It's Lipo! Komm, wir fliegen. Wo wollen wir hin? Mallorca? Mallorca ist scheiße. Mallorca. Türkei? Türkei ist kacke. Türkei ist ein bisschen böse gerade. Dublin, Digga. Dublin. Okay, Leute, ich muss sagen, wir fliegen für euch, fürs FAQ. Es geht ab nach Dublin. Nothing ever comes to me. Was ist das? Oh, was geht ab? Yeah, in a steady stream. Ja, eigentlich sollten es coole Aufnahmen werden. Aber mein Koffer ist kaputt. Sorry, Leute. Now, here comes the music. Ich würde sagen, wir gehen jetzt Kobolde jagen. Was geht da? Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind endlich in Dublin angekommen. Guckt es euch an. Es ist eigentlich relativ schön, oder? Eigentlich ist es schon schön. Auf jeden Fall. So, hier ist eigentlich eine ganz gute Treppe, Digga. Ich würde sagen, hier machen wir so ein bisschen das FAQ. Hier, ja, hier sieht's gut aus. Hier ist gut aus. Hier, nimm mal. Nimm die Kamera, Sam. Nimm die Kamera. Digga, wie spät ist es eigentlich? Spät? Schon gleich um 3. Digga, das ist schon gleich 3 Uhr. Und passende Frage. Wie, was hältst du von diesen 3 Uhr Videos? Ja, diesen 3 Uhr Trend, Kack? Ja. Digga, es ist gleich 3 Uhr, ne? Ja. Als ob, ich dreh um 3 Uhr keine Videos. Als ob das jetzt so... Ich dreh um keine... Nein. Um 3 Uhr passieren immer richtig kranke Sachen, Digga. Zum Beispiel um 3 Uhr fährt da einfach ein Auto lang, ne? Digga, um 3 Uhr laufen dort einfach welche, Digga. Hast du auch gehört? Zu piepen, ja. Digga, um 3 Uhr fährt da... Sag doch, um 3 Uhr fahren da Autos lang, Digga. Digga, das ist viel zu krass, Mann. Um 3 Uhr können wir keine Videos drehen. Um 3 Uhr dreh ich keine Videos, Digga. Das ist mega Schiss, Digga. Wir sind einfach in der Kirche um 3 Uhr. Und vor allem ist es immer noch genau 3 Uhr. Also es verändert sich nicht, ne? Jetzt wäre die Zeit stehen geblieben. Okay, eigentlich ist es gerade mal 2.30 Uhr oder so. Oder 1.30 Uhr. Leute, jetzt mal ernsthaft, was wollt ihr mit euren 3 Uhr Trend? Jetzt mal wirklich, jetzt mal komplett ehrlich, was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr damit erreichen? Versteht ihr mich? Was wollt ihr damit erreichen? Ist es cool oder... Verstehst du das? 3 Uhr Trend? Was ist das? So unnötig. So unnötig. Egal, Leute, jetzt kommen wir... wirklich zum richtigen FAQ. Ich werde jetzt ordentlich die Fragen beantworten. Sam ist hinter der Kamera. Ihr wisst Bescheid. Leute, ich bin aber richtig fertig. Das muss ich euch dazu sagen. Wir hatten jetzt echt einen langen Flug vor uns und so. Aber egal, komm, fangen wir an mit der ersten Frage. Von Leike Franzi. Ja. Was würdest du machen, wenn du nur noch einen Tag zu leben hast? Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann würde ich, glaube ich,
Ich würde all diese Dinge tun, die ich mir so im Kopf vorstelle, aber die, glaube ich, nicht umsetzbar sind. Versteht ihr, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, doch. Okay, gut, nicht, dass ich mir voll dumm vorkomme. So, also ich würde all die Dinge tun, die ich mir so, die man sich so auf, also die man denkt, sich aufgeschrieben zu haben, aber die man nicht unbedingt sagen würde, die alle an einem Tag tun und dann sollte es vorbei sein. Ja, dann ist es vorbei. Das reicht dann auch. Ja. Nächste Frage von Elisa. Wie stellst du dein Leben mit 30 vor? Ich bin nicht mal 20, Alter. Was ist das für eine Frage? Mit 30? Keine Ahnung, Mann. Ich will heiraten. Mit 30? Ich will Kinder haben. Ich will... Mann, ich habe keinen Plan, Alter. Ich weiß es nicht. Woher soll ich das wissen? Ich bin 19. Hä? Frag was anderes bitte bei mir. Danke. Von Bella... Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Janice oder Janice, wie auch immer. Was möchtest du unbedingt mal erleben? Was möchte ich unbedingt mal erleben? Ich möchte unbedingt mal erleben, dass ich das Piepen nicht mehr höre. Es geht mir nämlich richtig auf den Sack, Alter. Ich weiß es nicht. Was möchte ich unbedingt mal erleben? Eigentlich möchte ich unbedingt mal erleben, dass ich auf der... Oh ja, Mann. Wisst ihr, was ich unbedingt mal erleben möchte? Dass ich auf der Straße laufe und jemand ein Like Jerry Merch trägt, Alter. Oh, das wäre schon heftig, ja. Ja, aber Leute. Ich wäre einfach der Erste. Wenn ich auf der Straße laufe und jemand hat ein Merch von mir an, dann Link in der Bio, kauf mein Merch, ja. Kauf mein Merch. Ich habe ja keinen. Ups. Ja, okay. Ja, ich habe keinen. Nächste Frage von Dana Hunecke. Ja. Was findest du besser, Instagram oder Snapchat? Die Frage kann ich absolut nicht beantworten. Er ist einfach süchtig. Die kann ich absolut nicht beantworten. Wenn ich bei Instagram online bin, bin ich quasi bei Snapchat gleichzeitig online. So, ich swipe bei diesen Apps, ich glaube, ich benutze sie mehr als WhatsApp. So, also ich glaube, die Frage, kannst du mir nicht stellen. Das geht nicht. Kannst du nicht machen. Danke. Die Frage hast du bestimmt auch öfters bestellt bekommen. Ja. Die eine Laura fragt dich, wie bist du auf den Namen Like Jerry gekommen? Na Leute, weil der geil ist. Nein, also Geschichte war so, ich habe ganz damals, wo ich noch 10 war oder so, habe ich meinen ersten Instagram-Account gemacht und dann war mal cool und dann habe ich mich halt Like Jerry genannt und dann hat sich jemand anderes Like David genannt oder Like Vanessa. Ja, und dann habe ich irgendwann kein Insta mehr gehabt, beziehungsweise nicht benutzt und dann habe ich YouNow gemacht, dann habe ich einen alten Insta-Account wieder benutzt. Ja, und dann habe ich ihn behalten, weil ich den Namen cool fand und ihr findet ihn doch auch cool, oder? Findest du ihn cool? Findest du ihn cool? Da geht schon absolut findet klar. Er, frag ihn mal, findet er ihn cool? Findest du ihn cool? Nicht? Ne. Okay, er findet ihn nicht cool. Er findet ihn nicht cool. Okay. Er vielleicht? Nee. Findest du ihn cool? Nee, anscheinend nicht. Nee, er findet ihn nicht cool. Nächste Frage von Maler03. Hast du schon mal etwas Verbotenes getan und dich dabei beobachtet gefühlt? Wenn ja, was? Böse Frage. Nein! Ich mach nie was Böses. Nee. Nee, finde ich, nee. Mach ich nicht. Was machst du denn um 3 Uhr nachts? 3 Uhr nachts. Alter, hast du es auch gerade gehört? Digga, da fährt ein Auto um 3 Uhr nachts. Krasser Scheiß! Man hört es einfach nur. Okay. Leute, ich bin sogar um 3 Uhr nachts hier auf der Treppe. Oder ich stelle mich hier auf um 3 Uhr nachts. Oh, fast den Fuß gebrochen. Okay, komm, nächste Frage. Warum trägst du immer dieselben Socken? Ja, weil sie geil sind. Deswegen trage ich immer die gleichen Socken. Guck. Oh. Ah. Die sind oben im Koffer. Ich konnte mich da nicht umziehen. Ich hätte sie sonst hundertprozentig angezogen. Vor allem, er hat nicht nur ein Paar bei, er hat einfach zwei. Ja, einfach zwei. Die Socken sind doch cool, Mann. Ich verstehe euer Problem, wenn ich ein Bild hochlade und dann stehen da mindestens so 5 Kommentare, die Socken, Sockenmodel oder so. Hey, die Socken sind doch krass. Ich mag die, lass mich in Ruhe. Ich mache um 3 Uhr nachts Videos, weil ich krass bin. Letzte Frage von Alina 1509. Wie kamst du drauf, mit YouTube anzufangen? Ja, ich habe halt damals YouNow gemacht, falls mich da der ein oder andere von euch noch kennt. Und ja, dann irgendwann habe ich halt durch Dave und Flo, habe ich halt, ja, richtig Bock drauf bekommen, YouTube zu machen. Dann habe ich einfach angefangen. Und jetzt stehe ich hier in Dublin um 3 Uhr nachts und mache ein Video, weil ich krass bin. Und um 3 Uhr nachts fährt da ein Auto. Und es ist immer noch 3 Uhr nachts, ja? Weil in allen Videos, die YouTuber machen, ist immer 3 Uhr nachts. Es ist wahrscheinlich um 14 Uhr, ziehen nur die Vorhänge zu und sagen, trotzdem ist es 3 Uhr nachts. Und es geht mir richtig auf den Sack. Ich hoffe, ihr bekommt das langsam mit. Und guck mal, um 3 Uhr nachts, ich gehe sogar hier zur Tür. Oh, hier wohnen ja wahrscheinlich wirklich welche, oder? Ja, auf jeden Fall. Um 3 Uhr nachts gehe ich hier die Treppe runter, weil ich cool bin, okay? Manche Trends oder so sind auf YouTube vielleicht ganz witzig oder ich verarsche die auch gerne, ja? Aber dieser 3 Uhr nachts Trend,
Der ist schon wieder so schlecht. Aber will ich mich jetzt nicht weiter drüber äußern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nee, warte. Ja. Jemand möchte dein Video beenden. Jemand will mein Video beenden? Ein gewisser Lukas. Lukas? Darf ich das Video beenden? Ja, klar. Ciao. Lukas hat das Video beenden. Lukas, ich beende meine Videos, nicht du. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind jetzt hier in Dublin auf jeden Fall. Aber auch nicht lange. Wir sind nur bis Mittwoch hier, ne? Also es ist überhaupt nicht lange. Ich bin jetzt wieder back auf YouTube. Ich bin wieder da. Ich bin aber jetzt richtig, richtig müde. Ich bin gut am Sack, weil ihr wisst Bescheid. Es ist 3 Uhr nachts. 3 Uhr nachts. Es ist 3 Uhr nachts. Ich werde jetzt schlafen gehen. Digga, stell dir mal vor, es passiert was Schlimmes beim Schlafen. Wir müssen jetzt ungefähr 500 Meter laufen. Digga, wir müssen jetzt noch 500 Meter bis zu unserem Hostel laufen. Stell dir mal vor, da passiert was. Da was passiert. Hast du auch gehört? Piepen, oder? Digga, das ist auch, weil jetzt 3 Uhr nachts ist, ne? 3 Uhr nachts. Oh mein Gott. Okay, Leute, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir eine positive Bewertung da. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, weil bei mir ist jeden Tag irgendein Scheiß. Auf jeden Fall, Leute, denkt immer dran, wer sich Like Jerry reinzieht, hat im Leben gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Leute, macht das Video aus. 3 Uhr nachts, ihr müsst einen Scheiß. Leute, halt mal mein Handy. Leute, es ist nicht witzig. Okay, pass auf. Wir haben gerade mein Video gedreht. FAQ 3 Uhr nachts, okay? Und wir haben es ein bisschen verarscht. Auf einmal macht meine Kamera so ein Bildschirm gerade. Und ich habe irgendwas gedrückt. Und es ist einfach fast 3 Uhr. Oh mein Gott. Leute, okay, fokussier. Fokussier doch mal. Da. Leute, fast 3 Uhr, es ist einfach fast 3 Uhr. Und ich finde es jetzt wirklich nicht witzig. Ich habe gerade die ganze Zeit in meinem FAQ, ihr habt gerade gesehen das Video, Digga, ich finde es jetzt wirklich nicht witzig. Einfach was genau 3 Uhr. Ich habe irgendwas gedrückt an dieser scheiß Kamera und ich weiß nicht mal was. Oh mein Gott! Also ich muss euch ehrlich sagen, ich finde es gerade richtig strange so. Weil ich habe jetzt gerade, wir haben da hinten jetzt gerade gesessen. Das waren nicht mehr 100 Meter, nicht mehr 100. Das waren hier 50 Meter. Und wir haben das FAQ gerade gedreht, das Video jetzt zu Ende gedreht. Und ich schwör's euch, ich habe meine Kamera gerade genommen und ich habe einfach irgendwas gedrückt. Ich verspreche es euch. Okay, ihr glaubt es mir sowieso nicht, aber ist mir egal. Ich glaub's. Und ich laufe hier lang und auf einmal steht da fast 3 Uhr. Ich sag so zu Sam, Digga, meine Kamera, da steht gerade fast 3 Uhr. Ich... Nee! Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Digga, ich hab keinen Bock, die scheiß Kamera jetzt aus. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ich nicht mehr lebe. Ihr wisst Bescheid, 3 Uhr nachts. Digga, vielleicht, wenn die Zeit abgelaufen ist, was ist denn dann, Alter? Ich hab so Schiss, ey. Ich geh heute nicht schlafen, Leute. Wir sehen uns. Falls ein Video nochmal von mir kommt, dann hat es nichts zu bedeuten gehabt. Und wenn nicht, dann... Dann nicht. Kein Plan. Ich frag sie einfach mal.